So, es ist wieder Freitag und es ist Geplänkel-Time. What means Geplänkel? Ja, what means Geplänkel? Team gegen Team, ne? Im Moment sind wir noch bei 400 Protein bei vielen Schiffen. Das ist definitiv eine einfach machbare Sache, sollte es jedenfalls. Wenn man unter 400 in einem Spiel kommt, hat man eben ganz, ganz großes Pech. Was ist denn eine Treasure schon wieder? Ach, das ist ein U-Boot. Ach, das sind die englischen U-Boote. Ja, gleich mal gucken. Ich habe gar keine Ahnung, wie wir mit dem Ding auf U-Boote gehen. Aber das finden wir raus. Und dann geht's rund. Oh, jetzt ist irgendwie die Heizung aus. Na, gleich. Also, frieren muss man auch mal. Give me freedom or give me death. Good luck and fair seas. So, Leute. Wir haben keinen Flugzeugträger dabei, sehr angenehm. Wir haben auf der Gegenseite eine Hayate und eine Halland. Und nicht, ja, geht auch. Das sind alles Dinge, vor denen ich nicht wirklich Angst habe. So, erster Nachteil der Sherman. Ihr habt nur drei Nebel. Ja. Zweiter Nachteil der Sherman. Ja, mal gucken. Wo wirft er hier? Ich sehe es immer noch nicht, wo er die hinwirft. Hier hinten raus, okay. So. My torch lights the water around us. So. They've come in force. Noch keiner aufgedeckt. Entweder kommt hier keiner zu D, weil es ihm zu offen ist. Dann können wir hier aber ruhig cappen, würde ich sagen. Start the smoke. Ja, hier ist auch gedeckt. Torpedoes behind. Oh, hier ist die Bitte. Ich wüsste gerne mal, wo der andere ist. Der mich hier aufgedeckt hat. Das wüsste ich auch gerne mal. Ah, jetzt haben wir einen Cap, aber. Ja, damit sollten wir unsere 400 Punkte definitiv zusammen haben. Ich weiß aber noch nicht, wer mich aufgedeckt hat hier, welcher Hund. Ja. Torpedos on the left. Wo sind die Torpedos? Ah. Da sind Torpedos. Gib Gas, Kiste, gib Gas! Repairs complete. Ja, schade drum. Hätte man mit Hilfe von anderen, ne,
Wenn mal jemand mitgeholfen hätte, hätte man sie weghaben können, ne? Aber nein, hier sind drei Schlachtschiffe und sie. Keine Schieß auf sie. Pech gehabt. Ja. So wird schwierig mit 400 Punkten. Ne? Aber ich kann es nicht ändern. Ich kann es nicht ändern. Und wie ihr seht, ihr geht doch ein bisschen eher auf als. Ne? So, halt. Nee, da wollten wir gar nicht gucken. Wir wollten Geplänkel gucken. Wir haben gesagt. Amerikanische Zerstörer sind gerade angesagt. 400 mit dem deutschen Zerstörer. Ja, dann fahren wir mal mit Z52. Heute ist ja ein richtiger Zerstörertag. Ne? Ja, aber das ist eben, wenn ihr keine Unterstützung vom Team habt als Zerstörer, und das ist auch so ein Grund, warum ich sage, fahr vielleicht, fang eben halt nicht mit Zerstörern an, weil es macht dann einfach keinen Spaß. Wenn du ein Team hast, was dich nicht unterstützt oder beziehungsweise dich nicht begreift, liegt ja auch oftmals daran, dass sie nicht verstehen, was du vorhast, dann bringt dir der beste Zerstörer nichts. Bedauerlich, aber wahr. Ne? Ja, jetzt bringt uns ja sowieso nichts, weil jetzt haben wir natürlich auch noch einen Flugzeugträger dabei. Und wenn der sich auf euch einschießt, ne, dann hat er richtig, wenn er richtig Bock hat, ne, keine Chance. Vorteil unserer Z52. Na, was ist der Vorteil? Ja. Na, also erstmal haben wir auch wieder Hydro dabei. Zweitens haben wir sogar viermal Nebel. Dann schaltet man erstmal einmal die Links ab. Viermal Nebel. Ja. Ich werde C nehmen, so leid es mir tut. Alles andere wäre Blödsinn. Und es wäre schön, wenn der Napoli mir folgt und hinten, wo ich mich auch unterstützt. Maschinenboost aktiviert. Kann man schon mal fürs erste Cappen machen. Dankenswerterweise ist die. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Der Kurfürst ist weit weg. Ich kann als Zerstörer natürlich auch immer alles andere machen, außer cappen. Aber das ist eigentlich meine Hauptaufgabe. Sollte es jedenfalls in diesem Spiel sein, für die meisten jedenfalls. So, mecker da rum, weil ich zwischen den Inseln durchfahre. Auf HE sind wir. So, Torpedos sind auch ready. Das heißt, sollte uns ein Zerstörer in die Quere kommen, könnte es passieren, dass wir eben. Ah, C wird schon gekappt. Ist die Frage, ob wir da jetzt reinfahren. Wen haben wir als Gegner? Shima und der Vampire. Da kommt der Thunderer. Leute, man schießt mit HE nicht. Man schießt mit HE nicht auf Zerstörer. Bärtiger Fussel, ja. Maschinenboost deaktiviert. Und sie ist wieder offen, meiner. Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Sie wieder weg, weil sie woanders sehen, sie waren. Gegnerische
Ah, oh, 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 die Marseille. Also eine kleine Überraschung geben. Oder? Nee, es gibt keine. Die dreht vorher natürlich rein. Leider zu weit weg, oder? Für meine Torps. Nö, ist sie nicht. Ja, dann beschränken wir uns mal das auf das, was wir auch gut können. Nämlich Torps setzen. Jammer hier nicht rum. Nebelwerfer gestartet. Maschinenboost aktiviert. Nebelwand gelegt. Hier wird an der Nebelwand gesetzt. War zwar nicht meine Taube, aber es und verschwunden. Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Aufgedeckt leider, aber die hätten wohl keine Lust auf mich zu schießen. Ah, jetzt hat sie leider doch Lust auf mich zu schießen. Ausgerechnet in dem Moment, wo ich gerade aufgehe. Boost deaktiviert. Problem gelöst. Oh, wir müssen glaube ich mal cappen. Das wird absolut nichts helfen. Ja. Die Dings hat sich leider geheilt, scheinbar. So, wir hatten ja Torpedos voraus, das heißt, wir sind irgendwo hier. Irgendwo hier wird wieder die Dings stehen. Die Vampire. Ja, die brauchen wir alle. Ja. Kritischer Maschinenschaden. Thank you.
gelöst. So, dann können wir jetzt auch Cappen fahren, würde ich sagen. Ne? Hat zwar ziemlich weh getan, die Cap zu holen, aber jetzt sollten wir Cappen fahren können. Das hätte man eher haben können. Allerdings. Das hätte man eher haben können, wenn man auch nicht eine Shikishima irgendwie, ne? So, sie haben noch die Shimakaze, aber die war irgendwie 32 Kilometer weit weg. Das ist nicht so schlimm. Wo ist denn der Thunderer? Oh, der Thunderer hat sich wieder zur Hälfte hochgeheilt. Das ist echt zu geil. Das Teil ist der Hammer. Ja. Ah, da waren aber so 400 Punkte auf jeden Fall zusammen. Da ist der große Kurfürst und dahinter steht mit hoher Wahrscheinlichkeit die Hindenburg hinter der Insel. Würde ich sogar schon rankommen. Und da hinten steht der noch unnötigere Pimmelmann. So Leute, ich hoffe, ihr habt mitgekriegt. Wir haben zwei Caps. Und wir müssen jetzt aufpassen, dass uns die Hindenburg nicht einfach vor die Füße kotzt. Aber die ist, glaube ich, abgehauen. Jetzt fahr mal du jetzt hier nicht dazwischen, Junge. Ah, Thunderer. Ja, das wäre so ein schönes Ziel. Das wäre wirklich ein schönes Ziel. Zack, wir haben einen verloren. Unser U-Boot. Ah. Warum fährst du jetzt hier durch? Ja, weil ich das hässlichste Schiff der Welt habe. Diese Tarnungen sind so grauenvoll. Aber ja, ich weiß, es gibt Menschen, die mögen das. Ne? So, und jetzt dränge mich doch. Jetzt komme ich nicht mehr an dir vorbei. Weil du so dermaßen beschissen stehst. So, wo ist der dämliche Thunderer? Da kommt die hinten durch. Da ist der Thunderer. Oh, jetzt müsste man Gas geben. Kann man. Dann kann man ihm wieder eine kleine Überraschung setzen. Weil er mit allem rechnet, aber nicht mit mir. Ja, trotzdem mal Torps rein, oder? Einmal setzen wir rein. Und den Rest holen wir uns gleich. Inklusive B holen wir uns auch gleich. Kann man schön aufpassen, wo er hinfährt. Die Nachamoff fliegt ihn an. Und das war's. Oh, sieht gar nicht so schlecht aus, würde ich sagen. Dann können wir mal versuchen, B zu kämpfen, ne? Irgendwie nur, um es komplett zu machen. Ne? Wie weit bist du weg? Zu weit. Thank you.
Maschinenboost deaktiviert. Drauf. Unser Sieg ist in Sicht. Schelone. Ja, gut gemacht. Nur ein Torpedotreffer, ne? Aber sonst halt auch gut aufgeklärt, das darf man nicht vergessen. Und einen Cap geholt. Ne? Einmal verteidigt, einmal erobert. Kann man jetzt nicht so meckern, ne? 7000 Punkte jetzt so schon. Habe ich 1400, habe ich, ja. Also hinten wurde ich auch noch so Mino ein bisschen geschlafen, irgendwie. Nächsten Punkt fürs Team geholt, würde ich sagen. Und schon wieder einen Container geholt. Achso, ja, klar. Ach, die Zeit der rastlosen Container ist wieder da. Und britische Marken habe ich auch schon wieder geholt, die keiner will. Wer will denn diese britischen Marken? Vor allem, wer will diese britischen U-Boote? Ich. Wisst ihr, warum man die eigentlich mitnehmen könnte? Warum man sagen könnte, hey, die sind geil, die nehme ich mit? Na? Weil ihr sagen könntet, hey, die sind geil, die nehme ich mit, da kriege ich Geld für das dämliche U-Boot. Na, das darf man eben halt auch nicht vergessen. Hier haben wir auch schon wieder eine Runde abgeräumt. Aber über 34 von 50, das sollte in 20 Tagen definitiv machbar sein. Ne? Da gab es jetzt nicht so besonders viel, wieso gab es hier keine 4000 Kohle? Achso, die gab es, nicht den. Ich wollte gerade sagen, ich wollte mich gerade beklagen. Ja, da ist noch ein bisschen was zu schaffen ist noch, aber das, wie gesagt, in 20 Tagen ist das wie, ne, Bullabü, würde ich sagen, ne? Schock, würde ich sagen. Hat Spaß gemacht. Ich danke euch halt herzlich fürs Zuschauen. Ciao. Achso, halt, ich habe gar nicht geguckt, aber die mit dem amerikanischen Zerstörer habe ich hoffentlich auch einen gemacht, oder? Ja, habe ich auch gemacht. Gut, na, das war ich, ne? Ja, originale Ole. Sehr schön, ja. Also ich habe 3 von 12 Versuchen erst gemacht. Also da geht noch definitiv was. Ne? Wir haben ja andere, die haben ja schon wieder, ne? 6 von 14 gemacht und 9 Punkte damit gemacht. Also da ist sicherlich noch was machbar. Ne? Irgendjemand spielt schon englische Zerstörer. Gut, damit habe ich jetzt echt verloren, weil die habe ich gerne gespielt und auch die Halland ist weg. Russische Kreuzer sind noch über. Ja, englische Kreuzer sind über, ja. Gut, das gibt es im nächsten Video.